Hallo, mein Name ist Michelle Pischatzki und ich bin Behandlungskoordinatorin am Standort Mitte. Heute soll es um das Thema Reinigung der festen Spange gehen. Mit der festen Spange ist jetzt sehr, sehr viel im Mund und da stellt sich natürlich die Frage, wie reinigt man am besten und wie kommt man an alle Flächen gut ran? Es gibt viele Hilfsmittel und Tipps und Tricks, um die Zähne nicht nur gerade zu machen, sondern die Zähne auch gesund zu erhalten. Die Mundhygiene ist sehr, sehr wichtig und darf jetzt auch etwas länger dauern mit der festen Spange. Wir empfehlen, dreimal täglich mindestens die Zähne zu putzen. Ihr könnt dafür die normale Handzahnbürste verwenden oder eine spezielle Handzahnbürste mit einer Aussparung in der Mitte, die ist extra für feste Spangen gemacht, oder eine elektrische Zahnbürste. Da gibt es auch ganz verschiedene Aufsätze. Ihr könnt Mundspüllösungen verwenden und Interdentalbürstchen. Diese Interdentalbürstchen bekommt ihr hier bei euren Terminen mit. Wenn die alle sind, dürft ihr natürlich auch anrufen, wir schicken die nach. Diese Bürstchen haben auch Farbkodierung. Das bedeutet, es gibt verschiedene Farben und diese Farben zeigen eben den Durchmesser dieser Bürstenköpfe an. Schaut einfach, welcher Bürstenkopf bei euch am besten zwischen die Brackets geht. Zusätzlich könnt ihr gerne Zahnseide verwenden. Da gibt es auch eine spezielle Zahnseide. Die ist extra für feste Spangen gemacht und hat ein hartes Ende und einen weichen Bauch. Damit könnt ihr richtig schön unter dem Bogen durchfädeln und die Zähne in der Tiefe reinigen. Natürlich reinigen wir die Zähne bei jedem Termin hier mit einem Pulverwasserstrahler und fluoridieren diese danach auch. Aber was viel wichtiger ist, ist, was eben zu Hause passiert. Also, dass man sich die Zähne zu Hause wirklich gut putzt. Ihr putzt euch eure Zähne wie gehabt weiter. Das heißt, die oberen Flächen putzen, die Innenflächen, und bei der normalen Handzahnbürste ist es wichtig, dass, wenn ihr an die Außenflächen kommt, angewinkelt über dem Bracket putzt, dann auf dem Bracket und auch angewinkelt unter dem Bracket. Mit einer optimalen Zahnpflege sorgt ihr also langfristig für gesunde Zähne. Wir empfehlen dennoch, zusätzlich auf klebrige und zu zuckerhaltige Lebensmittel zu verzichten. Auch zu faserige Sachen sind nicht empfehlenswert, sowas wie Spinat oder Mangos. Wenn ihr unterwegs seid, würden wir auch empfehlen, solche Interdentalbürstchen mitzunehmen. Denn sollte dann irgendwas zwischen den Brackets mal hängen bleiben, wenn ihr zum Beispiel essen geht oder was auch immer, dass ihr euch dann die Zähne gut putzen könnt und das, was eben dazwischen hängt, rausbekommt. Wir werden euch auch bei eurem Termin, wo ihr die feste Spange hier bekommt, genauestens instruieren, wie ihr euch die Zähne zu reinigen habt. Sollten dennoch noch Fragen aufkommen, sprecht uns gerne persönlich an oder ruft uns an oder kommentiert gerne unter diesem Video. Ansonsten war es das heute von mir und ich freue mich sehr, euch beim nächsten Video zu sehen. Tschüss!